Er sagt, die Verletzung stamme von einem Tierwesen, was ich bezweifle. Er hat bestimmt versucht, Magilos zu schweben. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Deke? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deke, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ist das... Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Und dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Deke finden? Ja, Professor. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Ach hier. Protego! Protego!
Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Haltet den Eindringling auf! Nein, nicht! Das ist ein wertloser Haufen Blech! Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Was war das? War das ein goldener Platz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Protego! Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Warten Sie dort, die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat.
Momentan gibt es... Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deek wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ich werde mich an Deek wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen.